Hallo Leute, willkommen zurück zu Folge 5 von Factorio. Ich war ein bisschen unterwegs seit der letzten Episode. Und zwar habe ich sichergestellt, dass wir hier in dem Bereich, wo wir Umweltverschmutzung haben, keine Alien-Nester finden, so dass wir zumindest für den Moment keine Überraschungen fürchten müssen. Nun, was wir heute auf dem Programm haben, ist sicherstellen, dass wir hier genügend Energie haben. Das sieht soweit gut aus. Das Einzige, was passieren kann, ist, uns geht die Kohle aus. Was nicht so gut ist. Machen wir doch hier mal ein bisschen. Schauen wir mal, ob wir eine automatische Kohlenversorgung hinbekommen. Dazu brauchen wir aber ein bisschen mehr Fließbänder und für das brauchen wir Eisen. Für mein Abenteuer habe ich mir auch eine bessere Rüstung gebaut. Dafür habe ich ein bisschen Stahl aufgebraucht. Und das Zweite, unsere Forschung, die ist richtig lahm. Vielleicht auch, weil uns die Ressourcen fehlen. Das könnte einen Einfluss haben. Ich bin mir nicht so sicher. Aber theoretisch ist das möglich. Hier aus. Aber diese eine Maschine ist gerade gut genug für ein Forschungslabor und das ist nicht wirklich schnell oder nicht wirklich viel. Ja, also ziehen wir mal hier eine Leitung rüber. Dann hier ein Splitter. Und dann können wir hier auf dieser Seite im Wesentlichen Kisten wegmachen. Und dann machen wir halt hier, da wir den Heizkessel ja schon haben, machen wir noch zwei Turbinen hinten dran. Das sollte zumindest fürs Erste reichen. Da hatten wir ein Loch, wo wir keine Kohle hatten. Aber nun sind wir wieder. Für den nächsten Schritt brauche ich doch ein bisschen mehr Förderbänder, weil wir werden nun einen Mainbus planen. Hier können wir zwei Stahl haben, dann Ziegelsteine, Eisen.
und dann die nächsten vier. Und ein Vierergap ist so, dass wir mit gelben Bändern locker unten drunter kommen. Und dann können wir das hier schön verbinden. Das wäre dann die äußerste Kupferlinie. Und irgendwann wird mir Bänder ausgehen. Ich glaube, wir produzieren genug hier, Ganze noch fertig zu machen. Okay. Nun, das ist der Anfang von unserem Main Bus. Anderen. Ah, ja, und ich habe natürlich die Forschung ein bisschen vorangetrieben. Da wir momentan nur rote haben, müssen wir die rote zuerst fertig machen. Das ist unser Ziegelstein. Kommt hier hoch. Malerstein. Hier hochlegen. Alles zu seiner Zeit. Sammeln wir ein bisschen Eisen ein. Für jede Menge Förderbänder. Kupfer, nicht wahr? Lasst uns mal so richtig das Wortpaar definieren. Das sieht zumindest fürs Erste ganz okay aus. Brauchen mehr. Anscheinend fehlt es an Eisen. Weil das, was wir nun hier brauchen ist, momentan haben wir nur eine Linie und wir möchten aber gerne zwei haben. Dafür brauchen wir ein bisschen Material. Natürlich fehlt es schon wieder an Eisen. Woran denn sonst? Wollte noch ein paar Förderer bauen.
Und ja, das wird mal ein Weilchen dauern. Wirklich so wenig Eisenerz an. Scheint so. Ja. Weiterer Förderer hat ausgefördert. Hier brauchen wir nicht mehr. Holzkiste mit all den Dingen, die wir nicht mehr brauchen und die wir nicht weiter verwerten können. Pistole. Anzahl Pistolen ist ein guter Indikator, wie oft wir schon gestorben sind. Baue immer noch Förderbänder. Hier sehen wir gut aus. Da ist wahrscheinlich das nächste Nest, das dann kommen wird. Irgendwann. Vielleicht decke ich mich gleich jetzt schon mit Eisen ein. Stahl sieht soweit auch gut aus. Wir haben ein bisschen in der Tasche. Kohle in der Tasche, mehr als ich brauche. Ja, jetzt habe ich wieder etwas mehr Platz. Definitiv auch ein Positives. Dann Tunnel. Dann geht das hier so rum. Und dann haben wir hier Bänder mit Kupfer. Natürlich fühlen sie sich dann nicht gleichmäßig, aber und vier Bänder mit Eisen. Denke, hier auf dieser Seite haben wir etwas mehr Platz. Darum beginne ich einfach mal hier auf dieser Seite.
dem ersten Output. Wenn wir rote Fläschchen anschauen, die brauchen 5 Sekunden Herstelldauer. Dann brauchen wir noch diese hier, die brauchen eine halbe Sekunde. Wenn wir nun pro Sekunde ein Fläschchen haben wollen, brauchen wir 5 Maschinen. Und eine für die Zahnräder müsste eigentlich genügen. Dann warten wir mal, bis wir die Maschine haben. Sieht aus. Immer noch im grünen Bereich. Kohle fühlt sich hier auch auf. Und das können wir sehen. Hier auf ein einzelnes Band legen. Damit sollten wir etwas besseren Output haben in Bezug auf Eisen und Stahl. Da machen wir mal Zahnräder. Und dann hier 5 hierfür. Und dann brauchen wir noch spezielle Greifer. Und natürlich Strom. Den bekommen wir von unten.
irgendwo muss der Output ja auch wieder hin. Da, das sieht doch schon besser aus. Sehr gut. Das sollte das Konstrukt hier. Ablösen. Sehr gut. Hatten wir hier einladen. Und dann geht die Forschung ab. Ja. Können wir, können noch zwei weitere Labore bauen. Dann von hier oben werden wir irgendwann mal die grünen Flächen bekommen. Wunderbar. Vielleicht einer zu wenig. Müssen hier erweitern. Schließlich wollen wir, dass alle Maschinen hier unten arbeiten, dauerhaft. Ah, sieht gut aus, sieht gut aus. Hier stauen sich die Fläschchen. Heißt, wir forschen zu wenig schnell. Aber dies soll es gewesen sein für diese Folge. Ich denke, nächstes Mal müssen wir uns um grüne Fläschchen kümmern. Also bis dann und tschüss.